Das ist das plastikfreie Kaugummi in der Geschmacksrichtung Himbeer und Vanille. Wirklich sehr lecker. Ich habe es auch nochmal in Pfefferminze. Das liegt in meinem Auto. Ich habe schon ganz, ganz lange kein Kaugummi mehr gekaut. Bevor ich das hier ausgetestet habe und auch ganz lange keins mehr selber für mich gekauft. Ja, das ist jetzt das erste seit anderthalb Jahren bestimmt. Jetzt muss ich das sozusagen erst weich kauen, also irgendwie die Masse so zusammenkneten mit den Zähnen, wenn das für euch Sinn ergibt. Sehstärke verschlechtert hat. Und das habe ich heute gemacht. Ich habe da gestern angerufen, einen Termin für heute gemacht. Und dann konnte ich um 16 Uhr kommen. Wir haben den Sehtest gemacht. Und ja, meine Sehstärke hat sich verschlechtert. Ich habe jetzt gerade die genauen Werte nicht im Kopf. Wenn ich die, wenn ich dann hinkommen kann zum Gläsertauschen, kriege ich aber die ganzen Unterlagen nochmal mit. Steht das dann alles drauf. Auch meine Hornhautverkrümmung musste nochmal neu eingestellt werden. Das hat sich wohl auch verschlechtert. Irgend sowas sagte der Typ. Ja, jetzt habe ich das mit den Brillengläsern auch geregelt. Und in ungefähr 3 Wochen. 1, 2, 3 Wochen. Von mir entfernt ist, wenn ich die Brille nicht aufhabe,
sehe ich nicht mehr scharf. Beziehungsweise, ja, eine Armlänge ist so grob. Bisschen davor auch schon, aber so Pi mal Daumen eine Armlänge. Da sehe ich nicht mehr scharf. Ja, und logischerweise alles, was noch weiter weg ist, ist eine Reizkatastrophe. Deshalb, das war ganz witzig, an der Kasse habe ich dann bezahlt. Und habe darauf gewartet, dass er mir die Brillen wieder gibt. Und warte und warte. Und habe dann gefragt, die Brillen, meine Brillen, die bräuchte ich noch, weil der hat die jetzt da behalten. Und hätte dann die Gläser direkt getauscht. Und wenn ich dann gekommen wäre, hätte ich einfach die Brille aufziehen und mitnehmen können. Und so habe ich sie jetzt mitgenommen. Und komme ja sowieso nochmal dahin, weil ich die ja auch abholen muss. Und dann tauscht er die halt. Da stellt die halt dran. Weil ich die halt im Alltag brauche. Und das war dann, wie gesagt, habe ihn dann drauf angesprochen. Er so, ach so, ja, ja, hätte ich jetzt vollkommen vergessen. Ja, klar, sie können die mitnehmen. Und ich so, ja, das ist ein solches Problem, jetzt kommen die raus. Der war mega nett. Also generell, ich war bis jetzt in 2 Filialen bei Ice & More. In der Nähe, wo ich wohne. Hat eine neue Filiale am 1. Dezember aufgemacht. Davor musste ich immer gute 45 Minuten oder so oder eine Stunde fahren, bis ich zu dem Laden kam. Und jetzt hat halt, wie gesagt, eine Filiale in der Nähe aufgemacht. War so praktisch, weil jetzt fahre ich nur noch 20 Minuten. Ja, ich bin, also die Mitarbeiter sind top, die sind immer mega freundlich und geduldig und man hat da eine Top-Beratung. Generell bin ich damit super zufrieden. Ich bin halt damals rüber gewechselt, ich war bei einem anderen Brillenverkäufer. Ich bin zu Ice & More gewechselt, weil die einfach viel coolere Brillengestelle haben. So, jetzt. Die sind halt auch ein bisschen mehr auf die Jugend angepasst. Also die haben auch mal ausgefallenere Sachen und auch poppigere Farben. Ist jetzt, so poppigere Farben ist jetzt nicht ganz so meins. Also ich gucke, was sich so ein bisschen in mein Gesicht einblendet. Das ist nicht ganz zu auffällig ist und halt abgerundet ist. Ich kann nicht ganz rund tragen, das steht mir dann auch wieder nicht, das sieht total blöd aus, aber dass das hier unten wenigstens abgerundet ist. Und da hat für mich persönlich Ice & More die beste Auswahl an Gestellen, weil da, wo ich vorher war, das war halt irgendwie alles das Gleiche. So, alle immer viereckig, die Brillengestelle und von den Farben jetzt auch nicht so viel Unterschied, also alles auch, alles eher so, ja, unspektakulär. Und deshalb habe ich gewechselt und ich bin super zufrieden. Ja, und das Coole ist halt, alle Brillen, also ich rede jetzt nicht über Gleitsichtbrillen, sondern alle normalen Brillen, kosten dasselbe. Das heißt, du suchst dir eine Brille aus und zahlst die Gläser, nicht das Gestell. Das heißt, du kannst dir jedes Gestell aussuchen, musst nicht darauf achten, dass vielleicht das ist billiger, also hole ich eher das, weil das kostet auf einmal 300 Euro. Ja. Jetzt habe ich für die neuen Gläser 89 Euro pro Brille gezahlt und nochmal 11 Euro pro Brille Versicherung. Das ist in Ordnung, finde ich. Vor allen Dingen, weil die Gläser halt automatisch entspiegelt sind, Lotus-Effekt haben, also das Wasser prasselt halt daran ab. Ja, also was alles schon in diesem Paket mit drin und muss nicht noch extra sagen, bitte entspiegeln sie mir und dann die Gläser und dann kommt dann nochmal ein Aufpreis. Das hat man nicht. Das finde ich halt ganz cool. Ich muss halt jetzt nicht mehr darauf achten, welches Brillengestell ich nehme und ob es jetzt billig oder teuer ist, weil ich halt nur die Gläser zahle, was ich liebe. Weil früher habe ich das immer ein bisschen drauf geachtet, weil ich mir ganz sicher kein Gestell für 500 Euro. Ich bin schon gespannt, wenn ich endlich die neuen Gläser habe, dann sehe ich wieder besser und es ist nicht mehr so anstrengend für die Augen. Ja, da freue ich mich drauf. Und was der Kollege jetzt bei der Filiale, wo ich jetzt zum ersten Mal war, gemerkt hat, der hat mir das komplette Brillengestell hier, deshalb habe ich das auch auf nochmal komplett neu eingestellt. Ich hatte die Brille jetzt schon lange nicht mehr auf. Bestimmt ein halbes Jahr oder so nicht mehr. Ich habe halt immer die Pink getragen. Und jetzt dachte ich mir, jetzt trage ich die mal wieder.
Ich habe immer ein Brillenputztuch dabei.
ob ich irgendwie den Mund aufhabe oder nicht. Weil dann bin ich sowieso unten.